Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Paper Mario, die Legende vom Millionentor. Wir müssen jetzt zwei Bomben zünden. Zwar einmal den Vater von Bartmus oder Bombmus oder wie der auch immer hieß. Der von dem kleinen zukünftigen Lokführer. Und dann noch einen Bomben, der in irgendeinem Dorf ist. Und ich würde mal sagen, wir nehmen jetzt einfach mal ein Gegner mit, weil wir stehen kurz vorm Level ab. Deswegen weiß ich nicht, ob wir in dieser Folge schon alle finden werden, aber ich versuche wie immer mein Bestes. Nice. Okay, austauschen. Ich würde mal sagen, Makopio, hat er denn nicht sogar Ultrapanzer, trifft alle Bogengegner und umgeht ihre Verteidigung. Und damit haben wir auch ein Level Up. Wuhu! Und Punkte! Und Punkte sind das Beste, was es gibt, mit ganzen Orden. So, welche Orden kann ich denn jetzt mal einsetzen? Kraft plus, da brauche ich immer noch 3 Orden. BP plus Ding erhöht die Gesamt-BP um 5, tun wir nichts. HP plus erhöht Mario um 5. Was da, Doppelgriff? Ice Power brauche ich aktuell nicht. Multisprung könnte vielleicht was sein. Stachelschild könnte ich brauchen. Fallschlag. Eher nicht. Verteidiger. Marios Verteidigung steigt um 1. Einsatz jeden 2 Turns. Das eventuell noch irgendwas absetzen. Schnellwechsel ist praktisch. Deswegen möchte ich das gar nicht abwenden. Ausweicher ist auch praktisch. Deswegen würde ich mal sagen. Verteidigung. Das passt da. Dann würde ich mal sagen, nehme ich jetzt als erstes mal Verteidiger P für Verteidiger. Habe ich nicht das für Mario auch noch? Oder habe ich mich gerade verguckt? Ich habe das nur für den Partner. Habe ich nicht gerade noch gelesen, irgendwas für Mario? Nochmal Partner. Ach, hier ist es. So. Gegner habe ich hier als Angriff. Und blocken. Und setze ich hier mal einen Sprung ein. Und dann möchte ich gerne wissen, ob der allgemein nur 7 abzieht oder generell was. 7, genau 7. Nice. Gut zu wissen. Die muss ich heute eigentlich blocken. Und das Wasser kommt. Okay, ich glaube, das kann ich noch nicht blocken. Ich bin nicht gekontert. Okay. Nein! Ach Mist. Andererseits. Kannst du einen Panzerstoß nehmen? Ich glaube, ich setze das nächste Mal wieder Heilung ein. Hallöchen. Na, wie geht's, wie steht's? Kleine Blüte, genau. Kleine Wolke, du. Okay, dann würde ich mal sagen. Jetzt noch mal den Ultrasprung ein. Rückt! Ich hab doch gedrückt. Och Mensch.
leider trifft alles, okay. Oh, ich bin zu blöd heute. Ich konnte. Ich block heute. Heute ist Tag des falschen Konters. Oh man. Ich stelle mich echt herzlich dämlich an. Dann mache ich dich erstmal weg. Kannst du mich einfrieren? On the other side of the story, I think I will use my Maxi Beben. Drücke im richtigen Moment. Ah, also das kann ja werden heute. Hab heute kein Timing-Gefühl. Aber naja, ist dann nicht so, ne? Wenn ich mich konzentriere. Ha, zumindest das funktioniert. Und tschüss. Bei diesmal habe ich auch einen Gutschein, das werde ich nutzen. Nur mehr Münzen, nice. Wir haben ja nicht genug Münzen. Beste Investition, also immer schön in diesen Ölrad spenden. So, jetzt habe ich den ersten Dude. Erdbeben. Hoho. Du kannst einen Ultrapanzer einsetzen und ich habe gleich keine Bühne. Oh, das war krass. Nee. I love it. Ja, was? Ich mach mal super fit. War nur bei Best können. Ja gut, das kostet auch sehr viel Sternenergie. Das muss ich schon zugeben. Nein, das war... Oh man, ich sollte nicht nur auf das Geräusch gehen. So, dann Taktik austauschen. Barbara, bitte einmal mich verstecken. Nice. Ich
drücke immer im letzten Moment B, aber irgendwie will es nicht funktionieren. Ich finde es nicht toll. Aber ich habe einfach noch nicht die Taktik raus. Gespannt, wo die Röhre ist. Hier. Ne, nochmal möchte ich jetzt nicht kämpfen. Ich möchte auch ein bisschen mit der Story weitermachen. Also, ich glaube, hier müsste die Röhre sein. Genau. Ich bin runtergesprungen, ich hätte eigentlich nach oben gemusst, aber na gut. Dann würde ich mal sagen, wir gehen einen kleinen Umweg. Gehen einfach hier durch die Röhre rein. Einmal die Nummer 6. Pinguins. Ich hätte gerne einen Pinguin als Partner, oder bin ich ganz ehrlich? Dein süßer kleiner Watschender. Pinguin, ich gehe mich schon mal heilen, wenn ich ja eh schon ein Ticket habe. Einmal überspringen. Soll ich mal gegen dich hier aus? Einfach nur. Weil ich nicht weiß, ob wir Bonbon draus haben müssen. Erstmal gern. So, Hallöchen. Hallo Bomba, weshalb bist du diesmal hier? Was? Du brauchst die große Kanone in Crossfrostheim, um die Welt zu retten? Hm, so schlimm sieht das also aus. Hm, das ist in der Tat eine verzwickte Lage. Na gut, das hat uns schließlich auch viel geholfen. Eigentlich wollte ich die Kanone schon lange wieder in Betrieb nehmen. Aber bitte erzähle das noch niemandem. Meiner Frau hat die Kanone immer zu viel Lärm gemacht, deshalb habe ich aufgehört. Aber man braucht sehr viele Münzen, um die Kanone betriebsbereit zu machen. Ich möchte sehen, wie viel es dir wert ist, die Kanone zu benutzen. Kurz gesagt, wie viele Münzen würdest du ausgeben, um die Kanone zu benutzen? Alle Münzen! Was? Du willst all deine Münzen dafür ausgeben? Wirklich? Ganz wirklich? Ja. Ich hätte nie gedacht, dass du das sagen würdest. Wenn du all deine Münzen dafür ausgibst, hast du keine einzige mehr. Ist dir das klar? Ja. Aber wenn du alles ausgibst, das wirst du bestimmt bereuen. Bist du ganz sicher? Ja. Wirklich? Bist du dir bewusst, wie viele deine Münzen wert sind? Du wirst es ganz sicher bereuen. Willst du das wirklich? Ja. Soll ich dir wirklich all deine Münzen nehmen? Bist du ganz sicher? Dir ist klar, dass du nichts zurückbekommst? Ja. Wenn das so ist... Hm, du hast bewiesen, dass es dir ernst ist. Na gut, ich gebe dir die Erlaubnis. Kanonenpass. Das war natürlich ein Witz. Ich will von dir keine Münze dafür. Aber. Hier hast du deine Münzen zurück. Also dann, viel Glück. Gut. Ratausgabe 6. Rohlingen heute. Heute früh wurde ein Handelsvertreter daran gehindert, eine Flasche mit roter Flüssigkeit an Bord des Luftschiffs nach Falkenheim mitzunehmen.
Vom Versuch der Entführung bis zum Schmuggel reichte die Vermutungen, bis der Inhalt der Flasche als Würzmittel erkannt und der Handelsvertreter freigelassen wurde. Der verhaltene Kommentar des Vertreters auf unsere Nachfrage: Ich freue mich auf diese Art der Feuersoße, ein neues Produkt unserer Firma der breiten Öffentlichkeit vorstellen zu können. Ich bin Detektiv. Heute erforschen wir den Kiosk im Glimmerliner. Für die Fahrgäste ein Serviceangebot, für den Inhaber eine Goldgrube. Ist das Geld auf Reisen lockerer? Dazu die Verkäuferin des Souvenirshops. Wer im Glimmerliner fährt, der fühlt sich ganz einfach reich, auch wenn er es eigentlich gar nicht ist. Ein Service für Radleser: Innerhalb der nächsten 15 Minuten bringen Einkäufe die doppelte Anzahl an Rabattpunkten ein. Da bekommt man doch richtig Lust auf eine Reise. Rezeptecke: Heute lernen wir zu kochen wie die Profis. Für Tintenpasta kochen wir zunächst Powerpasta al dente und servieren sie mit einer Soße aus Tintensaft. Wie wäre es heute mit einem etwas luxuriöseren Abendessen? Zum Schluss: Die nächste Aufgabe von Rad wird die letzte sein. Auf keinen Fall versäumen. War es die letzte? No. Bin ich schade. Nebenbei was zu lesen ist doch immer was Schönes. Oh, Pinguin, kann ich dich mitnehmen, bitte? Wäre so schön, wenn ich dich mitnehmen könnte, aber ich denke mal, ich darf nicht. Bin ich schade. So, dann gehen wir doch mal wieder weg. Und dann müssen wir nur noch den Bonbon in den Dörfchen finden. Und ich denke mal, der ist im Wüsterdorf. Woanders kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber weit weg bedeutet das nicht vielleicht auch Nummer 3? Weiß ich, war hier ein Bonbon? Im ruhigen kleinen Dorf. Ich würde mal hier tippen, das ist ruhig. Bis auf Rumpelstilzchen und klein. Ich kann natürlich auch ein Falkenheim sein. Aber Falkenheim ist nun mal kein richtiges Dorf und auch nicht ruhig. Deswegen gehe ich davon aus, dass er einfach hier ist. Hier ist das schon mal nicht. Führt mich die Röhre nochmal hin. Achso. Ja, doch ein Falkenheim. Geht doch nicht als Dorf. Es heißt ja sogar Düsterdorf. Das ist ja schon ein düster Weg. Nein, gemeint. Hier gab es ja auch Bonbons, aber ich weiß nicht. Doch kein Dorf. Das ist einfach ein Sternspitzer, den ich nicht gesehen habe. Warum so offensichtlich? In einem Dorf. Es ist ja kein Dorf.
Bin blöd. Folge Störfchen. Bomb-Omb. Wo hat mir ein Bomb-Omb? In Kapitel 5. Das ist doch... Jetzt bin ich verwirrt. Jetzt bin ich verwirrt. Das ist ein Dörfchen, was mir jetzt noch einfällt. Hier nicht irgendwo ein Bom-Bom? Ich bin verwirrt. Wo ist Bom-Bom? Aha. Was, General Bom-Bom? Der war bis vor kurzem hier, aber im Moment ist er wohl wieder auf Reisen. Ich glaube, er wollte auf eine unbewohnte Insel im Süden oder so. Also ist es jetzt hier ein Running Gag hier, dass ich jetzt von A nach B rennen darf? Verstehe ich das richtig? Oh man, ich war doch gerade auf der Insel. Meine Intuition war schon richtig. Oh man. So, im Süden. Hallo, Insel im Süden. Hier bin ich wieder. Bitte sag mir, dass es diese Röhren auch im GameCube-Teil gab, dass man nicht alle suchen musste. General Bom-Bom, der war bis eben noch hier. Er ist aber dann verschwunden, hat noch etwas gesagt vom Wegen statt in den Wolken oder so. Hallo, it's me, ich werde hier verarscht. Oh man, das ist doch gemein. Bin ich jetzt nicht lustig, Leute. General Bardom, wo bist du? Badomb. Hallo Mario, möchtest du meine Vollsuppe? Nein. Ich wusste, dass du eines Tages zurückkommen würdest. Mario, du bist mein bester Freund. General Badomb? Ach, ich weiß, dieser weiße Bom-Bom. Der war schon oft hier. Aber in letzter Zeit habe ich ihn nicht mehr gesehen. Jetzt, wo du danach fragst, er hat etwas von einem großen Baum erzählt. Irgendwie fühle ich mich auf den Schlips getreten. So, aber dann war ich tatsächlich überall. Außer am... Lass mich raten, am Ende ist er dann im düster Dorf. Wenn er am Ende in Düsseldorf ist, dann fühle ich mich richtig verarscht. So richtig. Obulio, du hast immerzu nur Flausen im Kopf. Schon wieder ein Modralp heute, echt noch, Mensch. Ja.
Blöd. Mach direkt den ersten. Willkommen im großen Baum. Was, du suchst General Bombom? Oh ja, den kenne ich. Doch der weiße Baum mit dem richtigen Bart. Aber der ist nicht mehr hier. Da wollte er an irgendeinen ziemlich düsteren Ort. Wir reden nicht drüber, okay? Gerade. War ich doch gerade. Mensch, da war ich sogar als erstes. Moment. Ich fühle mich wirklich verarscht. Hier und dort, überall. Wollen wir doch mal den Bürgermeister. Oh, da ist ja unser Held Mario. General Bombom? Ja, dieser weiße Bob ist vor einer Weile hier gewesen. Seltsamer Geselle. Er kam, um sich etwas auszuruhen, aber sah die ganze Zeit müde aus. Eines Tages war er plötzlich weg. Keine Ahnung, wohin er ging. Er sagte was von einer großen Kanone. Die Röhre direkt um die Ecke. Gut, aber ich wollte mal sagen, wir haben jetzt schon 27 Minuten Gesuche. Ich sage an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Paper Mario, die Legende vom Millionentor. Bis dahin. Tschüdelü.